Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Trainingsvideo, und zwar zu meinem Bauchtraining. Ich zeige euch heute drei richtig, richtig gute Bauchübungen, wie ihr euren Bauch stärken könnt, wie ihr euren Bauch aufbauen könnt, also wirklich ein Sixpack aufbauen könnt. Ich beginne mit einer hängenden Übung, und das hat wirklich den Grund, Leute, also sowas ist extrem wichtig. Ich würde jedem empfehlen, im Bauchtraining, wenn ihr stark genug seid, dass ihr mit so einer Übung beginnt. Ich habe hier jetzt so eine spezielle, ich klemme da einen Ball zwischen die Beine ein. Das ist nochmal um einiges schwerer, als wenn ihr es einfach so macht. Nicht, weil der Ball so viel Gewicht hat, sondern weil ihr ja etwas eingeklemmt habt und dann wirklich einen Punkt bewegt. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das probiert, es ist um einiges schwerer, also wirklich um einiges. Und es geht nochmal viel mehr rein. Also ich sitze da gerade am nächsten Tag da und habe auch einen richtigen Muskelkater. Ihr könnt das natürlich auch ohne Ball machen, und ja, auf jeden Fall unbedingt für mich sehr, sehr wichtig, wirklich eine Übung, eine hängende Übung. Der Grund ist, dass ihr so wirklich euren kompletten Rumpf und eure Bauchmuskulatur wirklich stärkt, Leute. Es ist nicht nur irgendein komisches Bauchtraining, irgendein Sixpack Kill-Training so, sondern ihr stärkt wirklich euren Rumpf, und das bringt natürlich euren Bauch in guter Form, also ihr setzt natürlich Muskelreize in den Bauchmuskeln, aber es geht vor allem hier auch darum, dass durch den stärkeren Rumpf, durch die stärkere Bauchmuskulatur, ihr in ganz anderen Übungen stärker werdet. Beim Kniebeugen, beim Kreuzheben. Hier ist es wirklich wichtig, dass ihr einen starken Rumpf und Bauch habt. Ich sage das ja auch immer wieder bei diesen Videos, bei den Kniebeugen und Kreuzheben-Videos, bevor ihr die Wiederholung macht, spannt euren Bauch an, spannt euren Rumpf an, weil so habt ihr eine Stabilisation, ja, so seid ihr wirklich stark, und diesen Rumpf und diesen Bauch trainiert ihr wirklich mit solchen hängenden Übungen. Da gibt es noch sehr, sehr viel mehr. Wie gesagt, ich zeige euch heute nur drei Übungen, und da gibt es aber noch, ich kann euch noch locker 20 geile Bauchübungen zeigen, ja. Von dem her, wenn ihr darauf Bock habt, Leute, klickt direkt mal den Daumen nach oben, dann wird das nicht das, weil ich glaube, das ist mein erstes Bauchvideo auf YouTube, also ich wollte das jetzt unbedingt machen, weil die ganzen Fragen von euch sind, hey, David, zeig uns bitte mal dein Bauchtraining, und deswegen wollte ich euch jetzt unbedingt drei Übungen erklären. Sprich, erste Übung, Leute, unbedingt, da habt ihr noch viel Kraft, da würde ich euch empfehlen, wirklich die schwerste Übung zu machen, und zwar eine hängende Übung. Ich mache das übrigens nach dem Beintraining, ich habe davor 1,5 Stunden meine Beine gekillt. Beintraining kommt auch auf jeden Fall von mir, das wird auch erwünscht. Und ja, meine Form läuft, ihr seht das, meine Diät läuft weiterhin, aber das ist noch lange nicht das, wo ich hin will, also seid gespannt in ein paar Wochen, ich will alles rocken, ich mache Fit and Shredded komplett fertig und setze nochmal eins drauf, also seid da gespannt auf meine Form, aber es läuft gut, das Fett geht auf jeden Fall weg. Und ja, noch etwas, weil es wieder ein Voice-Over-Video ist, Leute. Ich bin zurzeit echt der Voice-Over-Killer. Also ich baller ein Voice-Over-Trainingsvideo nach dem anderen raus. Und meine Frage an euch ist, ob ihr eh Bock die ganze Zeit auf Voice-Over habt, oder soll ich auch mal mehr wieder im Gym Sachen erklären? Weil ich gehe da echt auf eure Wünsche ein. Ich habe euch das schon mal gesagt, wir bauen zusammen als Community diesen Kanal auf. Und deshalb ist es mir sehr, sehr wichtig, was ihr dazu sagt. Also wenn ihr auch mal Bock habt wieder, dass ich euch wirklich, während ich trainiere, Dinge erkläre, dann schreibt das mal in die Kommentare. Unbedingt. Ich lese mir das alles durch. Ihr seht da schon eine Ader, die geht teilweise schon über den ganzen Bauch rauf. Also ich habe da dann, wenn ich richtig ripped bin, also wartet noch ein paar Wochen, dann wird auch mein Bauch voller Adern sein. Richtig, richtig geil. Also ich finde das, ich finde Adern, das schaut einfach top aus. Ihr kennt ja meinen Gartenschlauch am linken Arm. Habt ihr schon im Armtraining gesehen, auf jeden Fall. Wenn nicht, Leute, ich verlinke jetzt mal hier oben das Armtraining, kann ich euch nur empfehlen. So, erste Übung. 3 bis 4 Sätze von einer hängenden Übung, wo ihr noch am meisten Kraft habt. Ja, das ist die wichtigste Übung, sage ich euch, die aller wichtigste. Hier wird das wirklich, hier stärkt ihr einfach euren Rumpf. Zweite Übung habe ich Seitstütz gemacht, aber nicht, also in Bewegung, Leute. Diese Übung habe ich übrigens auch in den Trainingsprogrammen in Fit and Shredded und in Lean and Massive, also in den E-Books drin, weil das für mich die beste Übung für die seitlichen Bauchmuskeln ist. Ich habe so einen Muskelkater auf der Seite, und ich habe aber pro Seite nur 2 Sätze gemacht. Ich würde euch empfehlen, 3 Sätze zu machen,
Aber ja, ich habe an dem Tag nur 2 Sätze gemacht. Und das ist auch wieder eine Übung, die jetzt nicht ein sinnloses Herumgepumpe von den Bauchmuskeln ist, sondern ihr stärkt hier wirklich wieder euren Rumpf. Ihr stärkt euren ganzen Rumpf und das ist wiederum wichtig bei allen anderen Übungen, damit ihr eine Körperspannung habt. Nicht nur Kniebeugen und Kreuzheben, Leute, sogar beim Bankdrücken. Ich sag's immer wieder, spannt euren Arsch an, spannt alles an. Ihr habt dadurch eine viel höhere Körperspannung und dadurch seid ihr bei allen Übungen viel, viel, viel stärker. Und natürlich baut ihr extrem gut euren Bauch auf. Also diese Übung ist echt der Hammer. Ich bin hier übrigens auf null Pump, weil ich davor nur Beine trainiert habe. Ja, hier seht ihr meinen Schlauch. Und dafür, dass ich hier wirklich gar nicht aufgepumpt bin, dafür, dass ich in der Diät bin, wenig Kohlenhydrate habe, sehr flach bin, bin ich eigentlich ja, mit dem Verlauf der Diät sehr, sehr zufrieden. Ich werde jetzt auch auf jeden Fall mehr Ernährungsvideos bringen, also ein Full Day of Eating kommt. Ich werde mehr Vlogs wieder machen, Leute, wo ich Sachen koche, wo ich euch ein bisschen so zeige, wie ich esse und so. Also wie gesagt, ich mache das komplett nach dem Fit and Shredded E-Book. Aber für Leute, die das noch nicht haben oder generell nicht haben, will ich auf jeden Fall da noch Einblicke zeigen in meine Ernährung, in meine Diät, in Bezug auf Supplemente. Kommt auf jeden Fall noch mehr. Zurzeit sind sehr, sehr viele Trainings-Voice-Over-Videos. Aber ja, der Einblick in meine Diät wird auf jeden Fall noch weitergehen. Hier habe ich es dann kurz gepostet. Man muss sagen, Leute, wenn ihr Bauch trainiert, ja, das wissen viele nicht, dann... Und euer Bauch ist sozusagen aufgepumpt, dann sieht er oft viel, viel schlechter aus, als wenn ihr jetzt nicht Bauch trainiert habt, weil das alles sich sehr mit Wasser füllt. Also auch wenn Leute auf die Bühne gehen, pumpen sie natürlich nie ihren Bauch auf, weil dann, ja, man sieht die Konturen schlechter. Deswegen war das Posing gerade, ja, eher nicht jetzt so wichtig. Aber ja, Seitstütz, achtet wirklich darauf, ihr könnt, wenn ihr oben seid, nochmal kurz squeezen. Ihr seht, ich mache da kurz Halt und spanne nochmal richtig die seitlichen Bauchmuskeln an. Also wenn ich jetzt die Seite hier trainiere, dann trainiere ich natürlich die unteren, also am Bildschirm die unteren seitlichen Bauchmuskeln, weil damit drücke ich mein Gewicht hoch, ja. Und ja, ich würde euch empfehlen, generell bei Bauchübungen, macht da echt so viele Reps, wie ihr könnt. Also bei den Hängenden werdet ihr sowieso nicht über 10, 12 schaffen. Wahrscheinlich außer ihr seid jetzt Hulk oder richtig gut trainiert. Und bei den Seitlichen schaffe ich auch nicht mehr als 10. Und ja, als dritte Übung, Freunde, habe ich dann einfach noch Sit-Ups gemacht. Ja, ich habe mich da auf eine Negativbank gesetzt und habe einfach nochmal gekillt, so viele Reps wie gehen. Da kann man dann ruhig 15 bis 20 machen. Man kann die Sit-Ups auch am Boden machen. Wichtig ist, dass ihr ja einfach wirklich geil euren Bauch trainiert, den wirklich killt. Und was ich auch noch richtig wichtig finde, ist am Ende der Wiederholung, dass ihr fett ausatmet, Leute. Atmet, wenn ihr oben seid, richtig aus, spannt nochmal euren Bauch an und ihr werdet sehen, ihr spürt das Bauchtraining ganz anders, wirklich ganz, ganz anders. Und ja, was ich auch noch unbedingt sagen muss beim Bauchtraining, Leute, Gewicht ist komplett, also vergesst Zusatzgewicht. Mit der richtigen Ausführung, mit der korrekten Ausführung könnt ihr euren Bauch so extrem killen, so richtig killen, ja. Und ihr braucht dann, also Technik ist das Allerwichtigste, sage ich in jedem Video. Achtet auf die Technik, auf die Atmung, auf die korrekte Ausführung und ihr braucht beim Bauchtraining niemals Zusatzgewicht. Hier habe ich ein bisschen herumgespaßt mit dem Kameramann. Und jo Leute, das war's von dem Bauchtraining. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf weitere Bauchübungen von mir, ich habe da sehr viel auf Lager mit Kettlebells, mit TRX-Bändern, also richtig geil. Dann klickt den Daumen nach oben, Leute, gebt mir Feedback. Also wenn da immer viele Daumen nach oben sind, dann weiß ich das und dann kommt der Content. Ja? Wenn Videos nicht so gut ankommen und die Daumen nach oben einfach fehlen, dann weiß ich, dass es nicht so gut angekommen ist und werde diese Sachen eher nicht mehr machen in der Zukunft. Also ja, klickt den Daumen nach oben auf jeden Fall. Ich freue mich über Kommentare, über Fragen. Ich beantworte die. Schaut auf jeden Fall auch auf Snapchat vorbei. Da habe ich auch mein Bauchtraining gefilmt. Und ansonsten, Freunde, gebt Gas, setzt das um, lernt daraus. Ja, lernt wirklich daraus und baut euer Sixpack auf. Ich bin raus, Leute. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ihr seid die Besten. Peace.